Ah, okay, jetzt müssten wir da hinten rüber. Da sind wir aber nicht weit gesegelt. Ich will mich hier auf jeden Fall erst einmal umsehen. Vielleicht damit wir hier später nochmal auf die Insel zurückkommen. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Kann natürlich auch sein, dass es auf dieser Insel gar nichts gibt. Doch, da ist was. Boot wäre ja vielleicht ganz nett. Warte, ich kann da gleich drauf antworten. Es gibt zwei DLCs. Es gibt einmal Heart of Stones, was wir jetzt gerade spielen, und es gibt Blood and Wine da noch. Und das hier ist gerade das erste von den beiden DLCs. Also das, was als erstes rauskommt, meine ich. Also wir haben da noch ein bisschen was vor uns. Jetzt ist auf einem Fest, dass ich nichts machen konnte. Was? Lauf, Bambi, lauf! Plötzlich missing. Ja, ich könnte plötzlich ja rufen, aber nee. Plötzlich muss ich auch mal ausruhen. Außerdem möchte ich das Ende der kompletten Spielreihe hinauszögern. Mit Laufen. Weil ich nicht mit Witcher aufhören will. Ja, das passt auch. So ein Taubenverschlag. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Das ist eine sehr gute Frage. Ein Hexer, ne? Schafft euch. Was habt ihr für Probleme? Ach, das gerade zu seinem Lauf. Ja, deswegen meinte ich ja, das passt gerade. Ruhe, Gotthard. Er kann uns womöglich helfen. Die Bande von Kleinrot will das Dorf angreifen. Will sich an Bertram rächen. Wir das haben trinke nicht ich als viel, nächstes. Aber wenn du uns verteidigst, bezahlen wir dich. Gut, ich kümmere mich um die Banditen. Geht heim und verbarrikadiert euch. Sieh dich vor, Hexer. Die sind wirklich gefährlich. Ich gehe mein. Immer noch kein Gegner. Nö. Immer noch nicht. Boah, stinkt der Energy.
fehlt nur noch der Wodka. Ja, nee, das liegt. Also, das ist nur der jetzige. Das ist der, den ich noch weniger mag als den Monster. Am liebsten trinke ich ja der Rockstar. Der riecht überhaupt nicht, der ist richtig lecker. Welchen gibt's denn da noch? Booster, ja, geht. Kann man trinken. Was gab's denn da noch? Oh, ich hatte jetzt so viele in letzter Zeit. Der andere fällt mir gerade nicht ein. Ich weiß. Also, den ich jetzt hier habe, der schmeckt zwar, riecht aber eklig. Die Wünsche wird er dir gerne erfüllen. Gold und Silber ist dir ganz zu willen. Doch wenn er kommt, dann musst du die Schuld zahlen. Dann ist der Schluss mit Lächeln und Prahlen. Die sind creepy. Lies jetzt in Ketten dein Reichtum in Scherben, in Ewigkeit leiden. Aber das, was da als Text steht, passt ja gar nicht zu dem, was sie singen. Naja, okay. Zumindest an, bevor es sich vermehrt. Es hat sich ja schon vermehrt. Aber irgendwie müssen sie das Lied ja haben. Ich wusste, dass du kommen würdest. Wusste, dass du kommen würdest? Wer ich bin, tut nichts zur Sache. Ich habe deine Flucht ermöglicht, dir geholfen, Yennefer zu finden. Du hast das Gefühl, in meiner Schuld zu stehen. Nein, eigentlich nicht. Dein Andenken ist eine höchst wirksame Erinnerung. Das ist sein Zweck. Es ist doch wirklich seltsam, dass noch die verkommensten Schurken sich bemüßigt fühlen, Schulden dieser Art zu tilgen. Menschen, Elfen, Zwerge, alle Völker. Das musst du mir erklären. Eines Tages. Aber zurück ins Hier und Jetzt. Sag mir, wie du mit den Ophiri fertig geworden bist. Danke für die Hilfe, aber traditionelle Methoden hätten es auch getan. Du hättest mir zum Beispiel den Zellenschlüssel geben können. Ach was, viel zu simpel. Ich mag einfache Lösungen nicht. Du schon? Wir sind nicht hier, um über meine Vorlieben zu reden. Stimmt. Ich würde viel lieber von einer Person reden, die für uns beide von Interesse ist. Aha. Es handelt von einem üblen Kerl. Vulgär, abscheulich, mit einem Herzen aus Stein. Ich danke, der Wodka fehlt. Ein Mann, der seine Schulden nicht zahlt. Und das soll mich interessieren? Wieso? Er hat auch dich betrogen. Sein Name ist Olgierd von Everreck. Das wird zur Gewohnheit, ha? Oh, was hast du denn da jetzt eingelöst? Ja, du, weißt du, du verlangst von mir, dass ich meine Wasserflasche öffne? Du Schupf, du! Du musst was trinken. Einfach was trinken. Getrunken. Ich glaube, wenn ich dann... Ich mache ja vielleicht einen Geburtstagsstream.
Im Geburtstagsstream mache ich dann immer zu voller Stunde. Kann man dann Kanalpunkt einlösen und dann trinken einen Shot. Also nur zu voller Stunde, nicht zwischendurch, ne? Okay, was haben die bestimmt so getan? Wie tut man so, als wenn man trinkt? Man sieht doch, dass man... Oder? Ne? Ich wüsste nicht, wie man so tun kann, als wenn man trinkt. Ja, aber du siehst es doch, wenn man... schluckt. Das klingt so falsch. Vor allem, ich gehöre irgendwie zu den Menschen, wenn ich was trinke, ich schlucke es nicht direkt runter, sondern ich behalte das immer erst noch hier in den Wangen drin. Das passt nur für dich, okay. Ja, aber dann kann ich ja keinen Geburtstagsstream machen, wenn du da bist. Ich kann ja nicht streamen, während du hier unten, also während du hier auch rumhockst. Warte mal, wann habe ich überhaupt Geburtstag? Woher weißt du, dass wir uns begegnet sind und ich nicht gerade begeistert von ihm bin? Bitte, Gerhard. Ich wusste, dass die Ophiri dich gefangen haben. Oh, auf dem Freitag. Da hätte ich nicht wissen sollen, warum. Olgiert von Everek hat intrigiert, das um dich dazu zu bringen, einen Mann zu töten, den man hätte heilen können. Das außerhalb des Bildes passt aber nicht so ganz. Das wäre ich nicht eingegriffen. Direkt hier. Und weißt du, warum er das getan hat? Ich habe keinen zweiten Stuhl. Weil er ein degeneriertes Monster in Menschengestalt ist, das sich von Schmerz und Leid anderer nährt. Also wenn ich ein großes Mikro hätte, könntest du auf jeden Fall hier mit rein. Wir hatten einen Pakt. Ja, komm. Einen so Pakt, wird das ein bisschen schwierig. Unter dem ich meine Talente und Verbindungen spielen ließ, um ihm zu verschaffen, was er begehrte. Party machen. Und nun, da Zahltag ist, drückt er sich vor seiner Verpflichtung. Ich soll deine Schulden eintreiben? Ich bin kein dingbarer Schläger. Ansonsten kommst du einfach über mein... Also, statt dass du hierher kommst, bist du dann einfach im Stuhl dabei die ganze Zeit. Risikobereite Person. Jemanden wie dich. Die reinste Schmeichelei. Ach, was sonst? Wo willst du denn hier einen Pool hinstellen? Schließlich bin ich ein reisender Kaufmann. Außerdem fülle ich das Bild ja schon komplett aus. Ich habe viele interessante Dinge anzumelden. Dinge wie... Überfluss und Fülle für Körper und Seele. Dir wird es weder an Essen noch an Trinken mangeln. Als Hexer gefallen dir sicherlich erstklassige Waffen. Das alles kann ich dir bieten. Dein Körper so flink wie nie zuvor. Dein Geist schneller als der Blitz. Romantisches Talent, um allen Frauen zu schmeicheln. Aber vor allem biete ich wahres Abenteuer. Ein Erlebnis wie kein anderes. Das Schicksal weniger Auserwählter. Das klingt großzügig. Naja, Tisch und Sofa kann ich weg. Meine Hilfe bei einer kleinen Sache. Das passt von der Größe nicht mehr. Du willst wirklich nichts anderes von mir? Nur eine Sache. Ehrlich. Mein Raum ist nicht so groß, wie es vielleicht aussehen mag. Der Tisch könnte eventuell weg, ja. Aber das Sofa kann da nicht weg. Und dafür ist in diesem Raum kein Platz mehr, um das Sofa erstens woanders hinzutransportieren, geschweige denn rauszutragen. Das passt einfach nicht mehr. Weil hier hinter der Säule ein Regal ist. Stimmt, das sieht in der Cam echt groß aus. Ja. Das sieht aus, als hätte ich so einen Riesenkeller, aber dem ist leider nicht so. Das ist eigentlich ein ganz, ganz kleiner... Miniraum. Und eigentlich auch nicht als Wohnraum gedacht. Und du? Du bist doch ein Mann ich hatte der mich vielen auch Talente. Ja, aber dir habe ich von Anfang an gesagt, dass der Raum nicht groß ist. Da liegt der Hase im Pfeffer. Dem Pakt nach darf ich meine Schuld erst eintreiben, wenn ich von Everek 3 Wünsche erfüllt habe. Doch ich kann sie nicht selbst erfüllen. Ich brauche einen... Wie soll ich sagen? Einen Stellvertreter. Du brauchst einen Laufburschen. Ich brauche einen Verbündeten. Und irgendwas sagt mir,
dass du die beste Wahl bist. Was erwartest du von mir? Für den Anfang begleitest du mich auf einen Besuch bei von Everick. Na gut, Papierfische brauche ich nicht, weil ich habe tatsächlich Fische. Ich glaube allerdings, die sind im Regal hinter mir. Also nicht in... Sobald dies der Fall ist, treffen wir uns und danken also direkt hinter dieser Säule. Gemeinsame Reise. Gut, da sind kommen Fische. Wir zu den Details. Hatte Olgierd nicht drei Wünsche oder Forderungen frei? In der Tat. Er darf dreierlei von uns verlangen. Doch wissen wir erst, was das sein wird, wenn wir ihn treffen. Gut, ich gehe mit dir zu Olgierd. Aber ich verspreche nichts. Mehr will ich gar nicht. Jetzt nimm das verdammte Mal weg. Natürlich, sobald du deine Aufgabe erfüllt hast. Du wirst das Stream. Nee, wahrscheinlich hat Twitch wirklich gerne Regeln für. Ich muss mich unterwegs noch um etwas. Ich glaube, die einzige Regel, die da eine Schuld einzutreiben drin wäre, wäre halt nicht nackt sein. Vielleicht. Aber das Witzige ist ja, ich glaube, man darf als Frau bei Twitch oder allgemein, man darf. Ich glaube, selbst Männer dürfen das nicht. Man darf keine kurzen Hosen anhaben, glaube ich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mal aufstehen würde im Sommer und hätte eine kurze Hose an, ich glaube, das darf man nicht sehen. Meine ich. Da gibt es, meine ich, eine Regel. Komischerweise hier oben darfst du quasi fast alles zeigen, aber die Beine darfst du nicht zeigen. Du darfst keine Beine zeigen. Ich verstehe bis heute die Logik da nicht hinter. Weil das hatte ich mal bei einem größeren Streamer gesehen. Im Sommer, ich glaube, das war letztes Jahr oder so. Und er hatte eine kurze Hose an und musste dann tatsächlich immer mit so einer Decke dann so vor der Kamera gehen, damit man halt die Beine nicht sieht. Totaler Schwachsinn. Sie hassen Beine, ja, ich glaube auch. Oder sie haben Angst, dass man dann ohne Hose da sitzt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß nicht. Ich finde das hier oben jetzt auch nicht gerade so. Ne? Aber Badehose geht. Badehose meine ich auch nicht. Wie gesagt, man darf oben darf man anscheinend alles sehen, außer halt, ne? Komplett nackt. Aber unten darfst du halt die Beine nicht sehen. Aber ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, dass das sämtliche Streamer, viele Streamer so machen. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass es deswegen wahrscheinlich wirklich schon mal Ärger gegeben hat. Also. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Weltkarte. Oh, fahren wir nach da hinten. Mal so ein Dinge-Jange hier. Stimmt, wir haben hier ja noch Nebenquests. Bin einmal da zu dem Anwesen. Borat-Anzug? Ich glaube auch der nicht. Aber Daddel, du kannst es ja gerne mal versuchen. Ich meine... Was ist gescheitert? Was? Oh. Okay. Ja, solange ich keine Hauptquests verkackt habe, ist alles gut. Oh Gott, nein. Komm schon, Kaya. Oh, ich habe das perfekte Geschenk für dich, Kaya. Zum Geburtstag nächstes Jahr. Ich schenke dir so einen Borat-Anzug. Das wird cool. Nein. Ich bin Konsument. Kaya wollte Filmstar werden. Du bist eine und Frühstück weiß doch nichts von seinem Glück. Fast. Doch, Kaya. Doch, ich schenke dir so einen... Das mache ich. Ich schenke dir so einen Borat-Anzug. Das sieht doch richtig cool aus.
Doch, das mache ich. Oder zu Weihnachten. Wohin mit der Plauze? Ja, die guckt halt raus, ne? Damit kannst du dich dann gut verteidigen. Das Gebäude habe ich noch nie gesehen. Ich muss auch. Achso, ich dachte gerade, das wäre so eine Gelande. Also so eine Weihnachtsgelande. Der Borat-Badanzug umgehe ich. Ich habe geschrien. Ja, und stell dir darin Kaya mal vor. Das wäre doch cool. Sag mir, was du zu bieten hast. Doch, die Idee ist cool. Das mache ich. Und dann schön in rosa. Schön rosa, schön weiblich. Dazu dann noch irgendwas anderes. Vielleicht so Hasenohren, so Plüschhasenohren oder sowas. Und stimmt, hinten dran dann so ein kleines Stummelschwänzchen. Bauch schützt vor Strippen, Tanzen und Frühstream nicht. Wie cool. Ach, der ist geil. Der ist echt geil. Plüschhasen und Bunny-Style. Ja, genau. Mein Reden, Bunny-Style. Das wär's doch. Kaya, der kleine Osterbunny. Ein Sturm, verdammt. Ich hoffe, Kaya holt mich das nächste Mal, wenn wir uns sehen. Wir müssen sagen, wenn ihr mich los sind, weil sie hier drucken, das ist aber nicht vonnöten. Nein, ich will dich nicht loswerden. Du bist mein Mod. Also, wie könnte ich dich loswerden wollen? New Generation of Playboy Bunnies. Sehr geil. Ist ein weiter Weg bis Sophia. Ein weiter Weg voller Gefahren. Aber bei Kaya, uns zu Hause sagt man, recht links im Mut zum Risiko liegt große Ehre. Hat was, unbestritten. Hält aber meinen Erfahrungen das nicht stand. Das Mitspracherecht hat er schon verwirkt, als er mein Ehre, Mod geworden Ehre ist. Und als er abonniert hat. Da sind seine kompletten Freiheiten nahm, verloren um gegangen. Unbekannte zu bewundern und mir und meinem Lebensherr zu bringen. Ohne Wissen ein Pakt mit dem Teufel geschlossen. Entdecken, neues Wissen unter unseren er hat seine Seele bereits verkauft. Denn gibt es Schöneres im Leben, als zu bewundern, das Neue ein Abo, mich auf ewig zu knechten. Genau, niemals genau. Der Welt. Ist das und dich und ewig zu binden. Philosophen? So ist es. Wir kamen, eure Bräuche kennenzulernen, Wissen auszutauschen und auch Handel zu treiben. Ah, wie geil. Hübsches Pferd hast du da. Ah ja, Babietza ist eine treue Gefährtin. Und sie ist klüger als viele Menschen. So viele Rennen haben wir gewonnen. Also ich ein nicht, Entdecker ich und schneller Reiter in einem. Nicht? Wo ich herkomme, reiten kleine Kinder. Ist kostenlos. Und jede ja. Versammlung wird mit einem Rennen gekrönt. Nur wenn du eine Reitfähigkeit haben willst, dann musst du ein Monat VIP sein, aber ansonsten ist es komplett kostenlos. Und wenn man alleine spielt, ist Reiten nicht unbedingt zwingend. Wenn man zu zweit spielt, ja, dann ist es schon relativ nötig. Und wenn man es aufnimmt oder streamt. Aber Kaya profitiert davon. Wenn er das bis zum Sonntag macht... Wieder eine Anspielung. Ja, das war's.
Du profitierst davon. Ich habe viel über Stuten aus Ophir gehört, dass sie schnell sind. Lust auf ein Rennen. Schnell wie der Westwind sind unsere. Und das Schlimme ist, ich sag das nicht einfach nur so, ne? Das ist wirklich mal einfach, wovon du profitieren würdest. Weil, weißt du, wie schnell wir durch die Gebiete durch wären? Wenn wir reiten könnten. Weißt du, wie schnell wir wären? Beweg dich. Wir könnten schon längst ein Gebiet weiter sein, als wir jetzt sind. Wir wären noch so lange, so schnell durchs Outland durch gewesen. Wir hätten da gar nicht so lange brauchen müssen. Das wäre alles so flott gegangen. Warte, kann ich dir gleich zu antworten? Hallo? Das ist aber mies. Liebung! 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 Ich bin aus den Fässern ausgewichen, so halb. Ich wollte eigentlich elegant rüberspringen. Wie gesagt, Schiebung! Ich gewinne trotzdem. Ich will sehen, wie du schnellstens reitest. Hoffe ich. Ja. Also ich mache das immer über Steam selber. Gewonnen. Tatsächlich. Und du hattest also recht. Im Sinne Stuten von. Aus Ophir sind schnell wie der Wind. Unsere ich gehe, also öffne das Spiel, gehe dann in den Shop, weil ich dann halt automatisch schon angemeldet bin. Gehe in den Shop, so gehe dann halt auf VIP Stunde werden, mache die ganze Rechnung über sie fielen zahlreichen Steam. Die also du kannst ja auch vorher schon Steam Guthaben draufpacken und kannst dann sie darüber machen. Dann ließ sie sie und ja. Na? Sie wurden zu Kriegern und kämpften gegen all ihre Feinde. Mein Spiel startet nicht, ich versuche es jetzt noch zwei, drei Mal. Die Legenden lehren uns, unsere Pferde zu achten. Ich weiß aber echt nicht, woran das liegen könnte. Weil wie gesagt, bei... Schöne also gut, Geschichte. Ich kann es jetzt leider nicht ausprobieren, aber... Bei Kaya scheint es ja zu laufen. Aber du hast oft Probleme mit Spielen. Oder allgemein mit der Technik. Kann das sein? Juck, ich bin das Spiel gerade auf Keks. Ich habe gerade ein Bedürfnis, dass meine Füße gut hängen müssen. Kleben hast mich. Ach komm. Nicht das komplette Leben. Hier in diesem Teil der Community, in diesem Teil des Lebens, mögen wir dich. Hier hasst dich das Leben nicht, hier drin. Egal wie schlimm es draußen ist. Hier drin hast du immer ein Zuhause. Klingt ein bisschen chinwitzig, ne? Aber war ernst gemeint. Nee, leichte Rüstung mag ich nicht. Das hast du schon gesagt. Ja, ist doch so, aber so. Hier herrscht Frieden. Frieden in allen die Dingen. Unsere Handwerker. Außer wenn ich Crash Bandicoot spiele. Darin? Ziemlich, würde ich sagen. Ach, sie sind nichts verglichen mit dem, was ich anbieten könnte. Hätte ich nicht meine Schemata verloren. Wie hast du sie verloren? Durch Diebe. Unterwegs wurden wir von Wegelagern angegriffen. Die Schemata wiegt nicht halb so schwer wie der Verlust von einem meiner Begleiter, der beim Angriff fiel. In der Tat. Ich werde sehen, also, ob ich deine Schemata finden und dir zurückbringen kann. Damit können sie Dinge herstellen, die eines Königs würdig sind. Sag mir, wo du angegriffen wurdest. Erinnerst du dich? Auf einer Kreuzung, nicht weit weg. Vergib mir, dieses Gebiet ist mir kaum bekannt. Genaue Wegweisungen habe ich keine. Nördlich von dort stand ein Haus, fast eine Ruine. Sollte sich finden lassen. Bis dann. Pass auf dich auf.
Geh und der Ruhm der Welt sei mit dir. Hm. Ihre unendliche Schöpfung sei gelobt. Ja, natürlich. Oh, auf zu schnallern. Das war Stahlwaffe, ne? Ja. Oh, kann auch einer rein. Okay. Nee. Ich weiß aber nicht, wo dieser komische Typ sein soll. Ah nee, war das auf Skellige, ne? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Hier ist nichts drin, ne? Ah, okay, die Schatzsuche. Okay. Gehen wir aber nach da unten hin. Ich habe 3 Tage zwischen Stunden gespielt und jetzt sind wir nicht mehr meine Anmeldung an Installation. Seltsam. Ich habe echt keine Ahnung, was da. Was hier im Argen liegen könnte. Ich würde dir da echt gern helfen, aber. Wie gesagt. Das Problem hatte ich leider noch nicht. Oder was heißt leider, aber. Du weißt, wie ich das meine. Stimmt, Support kontaktieren. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Oder wie ich das mal hatte, man muss es tatsächlich einmal deinstallieren und wieder installieren. Das hatte ich nämlich auch schon mal relativ nervig. Das hatte ich bei so vielen Dingen schon. Dass es dann bei der ersten Installation nicht funktioniert hat. Hallo? Warum machst du nicht das, was ich von dir... Seht meine Tapferkeit! Seht meine Tapferkeit! Ach komm! Geralt! Oh, komm schon! Ich hasse Leute mit Schäden! Komm, heile mich. So, jetzt. Jetzt ist Typ hier mit Schild endlich. Oh, ja, aber. Das ist ja was anderes. Als wenn man mit dem Scheißding die ganze Zeit. Vom Körper rumfuchtelt. Mein Schild hält nur 2 Sekunden. Oder 3. Sein Schild hält eine halbe Ewigkeit. Ich will doch nur ärgern. Komm ich da in den Turm rein. Diesen Weg auf jeden Fall. Oh, Geralt. Das war blöd. Rapunzel, Rapunzel. Ja, das war ein bisschen was anderes.
In der Tat. Das hier war wohl auch mein Haus irgendwann. Sonst würde ich ja gerne aus ihrem Büro raus, die auf den Strafoffizierin unterschießen dürfen. Wenn du so plötzlich hingerichtet hast, klappt es auch wieder. Bin inzwischen ganz schön hochnäsig. Wie wär's, dass sie sich sogar beleidigen? Ja, ich kann verstehen, dass du sauer bist. Ich werde aber einmal noch mal ganz kurz in die Pause gehen. Bin in wenigen Minütchen wieder da. Yeah.